Hallo liebe Leute, heute in EFC 24, endlich habe ich es bekommen gestern, mein Geburtstag. Es ist so geil gewesen gestern. Ich habe auch noch ein neues Handy, über das mache ich auch noch ein Video. Und ihr werdet dann sehen, dass ich ein Radvideo gehabt habe, aber viel Spaß mit dem Video. Oh, das könnte was werden. Ja, ganz sicher, Ball ist raus. Bassam Al-Rawi. Das ist die Aufstellung der Kings. Canales. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Akram Afif. Gut gehalten, macht sich lang. Ecke kommt ins Zentrum. Muss Abschluss geben. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Ja, mit 3 Treffern in den letzten 3 Spielen, da ist er natürlich auch heute einer, auf den wir mal schauen sollen. Den Ball holt er, gut verteidigt. Sergio Canales. Atal. Jetzt die Flanke. Eine sichere Parade. Die Ecke kommt rein. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. Wunderschönes Eckballtor. Sehr schön. Aber was wird das gerade? Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Müller. Der Angriff, der Ball läuft gut. Durchaus eine Szene, die für Gefahr sorgen könnte. Sergio Canales. Flanke kommt. Kopfballchance, aber er kann sie nicht nutzen, weil die Abwehr das hervorragend macht. Canales. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt rein. Der ist noch heiß. Sie spielen erstmal raus. Flanke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt. Da können sie kontern. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Ist es das jetzt? Starke Szene. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Ball kommt lang. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit.
Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Flanke jetzt. Und damit war es das erstmal da hinten. Super dieses Zuspiel. Jetzt kann das Tor fallen. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann kommt dieser unheimlich wuchtige, unheimlich stramme Schuss und drin ist er. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Akram Afif. Schönes Dribbling hier. Chance zur Führung. Müller. Chance zur Führung. Gehalten. Da zeigt er sein Können. Akram Afif. Akram Afif. Da ist die Hereingabe. Nee, der Ball kommt zu hoch. Nee, der Ball ist erstmal weg. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Riesenchance. Gehalten. Aber der Ball ist weiter gefährlich. So, den hat er. Aber die Szene zuvor, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ja, das war eine klasse Parade. Da musste er alles auspacken, was er drauf hat. Er holt sich diesen Ball. Sie suchen die Lücke. Er kann es machen. Da ist das Tor. Führung also in diesem Halbfinale. Jetzt läuft natürlich erstmal alles für sie, was den Einzug ins Finale angeht. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Er kann sich durchsetzen. Afif! Und damit ist ja alles wieder offen. Da ist das Tor. Die Entscheidung über den Finaleinzug ist hier noch lange nicht gefallen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. 8 Minuten jetzt noch. Sie machen Druck, sie versuchen es. Schaffen sie hier den späten Siegtreffer. Sie kommen. Könnte die Führung werden. Viel Pech, knapp drüber, der hätte auch reingehen können. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Unaufhaltsam. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Jetzt gibt es die Sonderschicht für die Spieler. Wir gehen in die Verlängerung. So, weiter geht's. In der ersten Hälfte der Verlängerung. Los geht's. Und ich glaube, so langsam wird die Fitness eine Rolle spielen. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Müller. Jetzt versuchen sie es, machen das gut, ganz energisch. Da müssen wir genau hinschauen.
kein Tor in dieser Szene. Müssen sie mehr draus machen. Direktes Duell mit dem Torhüter, aber Lob an den Keeper. Das war gut gemacht. Balleroberung. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit. Und jetzt sind es noch 15 Minuten in dieser Verlängerung. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Es gibt einen Wechsel. Gute Parade. Der Freistoß war kein Problem. Hat ihn rechtzeitig gesehen und gut aufgepasst. Eine gute Aktion vom Torwart. Wir gehen in die Schlussphase und hören noch mal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Ein Tor kann das Ding jetzt hier noch entscheiden. Was für eine Chance. Nicht mehr lange zu spielen, aber dann diese Chance zur Führung. Klasse gehalten. Unnachahmlich. Aber so kennen wir ihn. Starke Parade. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Das Elfmeterschießen muss heute also die Entscheidung bringen. Es wird Zeit für die Entscheidung. Der erste Elfmeter steht an. Ganz sicherer Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Und der ist tatsächlich drin. Ein Lupfer. Schönes Tor. Er hält den Elfer. Da hat er den Lupfer geahnt. Sehr gut gemacht. Und gehalten. Was für ein Reflex. Macht er hier richtig gut. Ein ganz schlecht geschossener Elfmeter. Ja, da hat er sich wohl zu viel vorgenommen und konnte dann den... Ein ganz sicher verwandelter Elfmeter. Torwart ausgeguckt und dann ganz sicher getroffen. Gehalten. Ganz stark vom Torhüter. Den Schützen hat er gut ausgeguckt. Jetzt liegt... Sie feiern den Finaleinzug. Und sie feiern hier einen Mann, der zum Helden geworden ist. Also wenn du im Elfmeterschießen die Nerven behältst, in so einer entscheidenden Szene, dann sagt das eine Menge aus. Er ist ein Riesenspieler. Okay, das war meine erste Folge EA FC 24, aber ja, man kann nichts dafür. Verloren im Elfmeterschießen, das ist bitter. Aber danke, dass ihr zugeschaut habt und abonniert meinen Kanal und liked dieses Video. Und wenn ich bis zum Halloween noch 30 Likes, Abonnenten bekomme, nehme ich euch bei jeder Halloween-Ding mit. Das verspreche ich euch. Danke, macht's gut, tschüss.